Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Marc Haider nach dem 3:1 gegen Energie Cottbus. 3:1, ein teilweise sehr furioses Spiel vom VfL Osnabrück. Gerade in der ersten Halbzeit ist Cottbus gar nicht zum Zug gekommen, aber es schien auch so ein bisschen so, als wollten sie gar nicht zum Zug kommen. Wie hast du das auf dem Feld empfunden? Erste Halbzeit war das sehr passiv. Wo wir es dann nach dem 1:0 leider vermissen, direkt nachzulegen, das war ein bisschen schade. Dann nach der Halbzeit finden wir nicht ins Spiel, aber Cottbus dafür, das war eine schwierige Phase, aber wie so oft in der Saison haben wir uns da durchgekämpft und haben einfach nicht aufgesteckt, weitergemacht und ich denke im Endeffekt auch verdient gewonnen. Ja, Cottbus hat gegen den Ball wirklich relativ wenig gemacht, was sie aber häufig so spielen. Also wir wussten, dass das auf uns zukommt, sie haben tief gestanden in ihrem 5-3-2-System und haben gar nicht richtig auch die Zweikämpfe gesucht, sondern eher begleitendes Pressing gespielt, gewartet, dass wir unsere Fehler machen. Hat ein, zwei Mal war es ein bisschen brenzlig, aber ich glaube, wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, dann auch mit Ruhe verdient das 1:0 gemacht, hätten vielleicht noch ein zweites nachlegen können, dann wäre ein bisschen mehr Ruhe drin gewesen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann ein etwas anderes Spiel, da war Cottbus griffiger, hat uns vorne viel früher attackiert und so hatten wir ein bisschen mehr Probleme, aber dafür sind ja auch die Jungs von der Bank da, wie Pulli heute auch ein Tor geschossen, der von der Bank kam, dass wir dann so das Ruder nochmal rumreißen können. Also ich meine, was die Cottbus uns am Anfang angeboten haben, war, finde ich, gar nichts. Also es war einfach nichts von denen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht. Ich verstehe sowas einfach nicht, aber ist ja auch gut. Das haben die dann auch geändert, sind ein bisschen offensiver rangegangen, das hat auch besser lang geklappt. Wir hatten ein paar mehr Probleme, aber bis zum 1:0 haben die einfach gar nichts gemacht. Dann geht es in der zweiten Halbzeit weiter, die Cottbusser machen das gut. Und war noch, wie gesagt, dran, das 1:1 zu schießen, aber dann kriegt man halt manchmal so eine Konterdinger und die muss man natürlich auch machen. Ein Tor hast du auch beigesteuert, das zum 2:0 in der zweiten Halbzeit, ein Joker-Tor, bei dem du auf einmal sehr, sehr viel Platz hattest. Also ich denke mal, steht 1:0, Cottbus ist dran, irgendwie ein bisschen Druck zu machen. Dann ist natürlich klar, dass dann hinten ein bisschen mehr Platz ist, sag ich mal. Heidi macht das überragend, so über Standbein direkt im Lauf. Das ist eine Art Konter oder ich weiß gar nicht, was davor passiert ist. Auf jeden Fall ging es halt relativ schnell und ich sehe, dass der Torwart ein bisschen zu, sagen wir, steht nicht so günstig, sag ich mal, für seine Verhältnisse. Und dann spiele ich ihn halt ins kurze Eck. Sebastian Klaas, das 3:1 ging auf deine Kappe, du hast das Tor geschossen und das nach einer relativ langen Krankheitsgeschichte. Wie ist das Gefühl jetzt bei dir? Ja, ist natürlich überragend jetzt nach dieser langen Verletzungszeit und auch nicht ganz einfachen Zeit zugegeben, wiederzukommen. Es hat sich alles etwas länger hingezogen, als ich selber gedacht und gehofft habe. Aber dass man dann so wiederkommt, ist schon sehr, sehr, sehr schön. Jetzt hat man auch das Gefühl, dass man Teil dieses Erfolgs ist, dem Team etwas gegeben hat. Und das macht mich heute wirklich überglücklich. Jetzt hatte der Trainer von Cottbus im Vorfeld gesagt, dass der VfL kein spektakuläres Spiel spielt. Spektakuläre Ergebnisse zwar holt. Reizt einen das dann auch immer so ein bisschen? Wenn ich ehrlich bin, habe ich das gar nicht mitbekommen. Aber es mag seine Aussage sein. Jeder sieht diese Dinge ein bisschen anders. Von daher... Ich bin mit unserem Spiel zufrieden, wir gewinnen viele Spiele und ob das jetzt spektakulär ist oder nicht, ist mir scheißegal. Im Endeffekt zählen die 3 Punkte und die sind bei uns geblieben, von daher alles gut. Ihr habt im Vorfeld immer gesagt, die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme. Mittlerweile wirkt es ein bisschen so, als würdet ihr diese Aufgabe, Tabellenführung zu verteidigen, immer mehr und mehr annehmen und auch immer mehr in diese Rolle reinwachsen. Ja, es gibt ja auch längere Momente, ne? Also momentan sind wir halt Erster, vor ein paar Momenten waren wir halt immer noch Erster, jetzt sind wir es immer noch. Und ja, das kann genauso weitergehen. Wir fahren jetzt nach Rostock als Tabellenführer, mal wieder als Tabellenführer, wo wir momentan immer hinfahren. Das darf gerne so bleiben, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wie wir das machen. Und ich denke, wir investieren jedes Mal wieder alles, was wir haben. Alle, die reinkommen, nicht nur die Elfer und Platz, auch die reinkommen. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir als Team zusammenstehen müssen, damit es auch weiterhin klappt. Wir haben kein Problem damit, da oben zu stehen. Wir stehen da gerne und wir fühlen uns dort wohl. Und ja, wie gesagt, wir werden das mit Sicherheit nicht freiwillig hergeben. Als nächstes Rostock, die waren jetzt am Freitag in Lotte. Hattet ihr Gelegenheit, die da zu sehen? Ich habe mir das Spiel zu Hause angeguckt. Draußen wäre ein bisschen zu kalt gewesen. Und vor dem Spiel sollte man doch lieber die Zeit zu Hause verbringen. Aber ich habe es gesehen. Nächste Woche fahren wir da hin. Als Tabellenführer ist es einfach so, dass wir da nicht hinfahren, um irgendwas zu verschenken. Wir fahren da hin, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist das, worauf wir uns jetzt vorbereiten.